So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video mal ein weiterführendes Thema zu der Programmiersprache Python, und zwar Listen Compression. Es geht darum, wie kann ich neue Listen möglichst einfach erzeugen, indem ich die auszuführenden Anweisungen und Bedingungen und so weiter alles in eine Liste verpacke. Nehmen wir einmal an, wir haben eine Liste A als Beispiel. Eine Liste A. Diese Liste, die ist jetzt gegeben, beispielsweise 3, 4, 12, 17, 19 und 110 als Beispiel. So. Und jetzt möchte ich einfach eine neue Liste haben. Eine Liste B. Die definiere ich als leere Liste. Und jetzt möchte ich, dass in diese Liste einfach die Elemente der Liste A einkopiert werden. Das kann man dann zum Beispiel mit einer Vorschleife machen. Vor beispielsweise X in A könnte ich dann einfach machen. Na, das können wir in Python jetzt einfach machen. Hier Doppelpunkt nicht vergessen. Dann kann ich hier einfach sagen, okay, B.append. Mit der Methode append können wir hier was hinzufügen. Und dann sage ich hier einfach X. So. Und anschließend kann ich das Ganze ausgeben lassen. Also print B. So. Das wäre eine Möglichkeit. Das Problem ist, Sie sehen ja selbst, es ist ein bisschen Schreibarbeit. Das kennen Sie vielleicht auch noch so. In Python ist es aber möglich, dass wir das Ganze ganz einfach realisieren können. Wir machen dazu mal ein Beispiel. Ja, dass wir mal sehen, was ich unter Listen-Compression verstehe. Wir bauen uns also erst einmal eine Liste. Die Liste A. So, machen wir ein paar Zahlen rein. 3, 4, 5, 7, 8, 19, 23, 45, 37, 115, 68. So, komplett fertig. So. Und jetzt sage ich, jetzt will ich eine neue Liste haben. Das mache ich jetzt allerdings nicht so, wie ich es hier eben skizziert habe, sondern ich mache es jetzt über Listen Compression. Und zwar mache ich hier einfach die Anweisung. Ich schreibe hier eine Anweisung hin, die ausgeführt werden soll. Die kommt als allererstes, die Anweisung. Dann als nächstes kommt die Schleife. Vor x, immer hier diese Variable hier verwenden, in nicht in Range, sondern in A. Ja, weil ich möchte ja diese Liste hier einfügen. So. Und das war es dann im Prinzip schon. Ne? Mehr muss ich dafür nicht schreiben. Das ist alles. Und anschließend sage ich hier wieder print B. Ich möchte, dass das Ganze ausgegeben wird. Wir führen das Ganze aus. Und wie Sie sehen, haben wir ganz simpel und einfach diese Liste jetzt hier kopiert. Ne? Jetzt kann ich natürlich noch hingehen und sagen, okay, das ist mir nicht sauber genug, ich möchte es noch zusätzlich sortieren. Da kann ich zum Beispiel die Methode sort aufrufen und kann mir das Ganze noch entsprechend sortieren lassen. Na, da wird das Ganze der Größe nach geordnet. Aber Achtung, die Methode sort macht nur Sinn, wenn Sie wirklich hier entweder nur Zahlen oder nur Zeichen eingebaut haben. Na. Da wird das Ganze, also beziehungsweise Strings, da wird das Ganze alphabetisch geordnet. Im Falle von Zahlen wird es der Größe nach geordnet. Ne? Das sind so die Spielereien. Wenn Sie allerdings eine gemischte Liste haben oder die zum Beispiel noch Strings enthält, die Zahlen enthält, die dann vielleicht auch noch irgendwelche Objekte enthält, dann macht das keinen Sinn mehr. Ne? Das wäre diese Methode hier. Ne? Und Sie sehen hier, wir haben jetzt letztendlich, ignorieren Sie das hier, das mache ich nochmal weg, wir haben hier letztendlich nur eine Zeile Code benötigt, um das hier zu realisieren. Jetzt können wir aber noch weitermachen. Jetzt kann es ja möglich sein, dass ich sage, okay, ich möchte, dass in dieser Liste B nur Zahlen hier angeordnet werden aus der Liste A, die gerade sind. Ja? Das ist ein bisschen aufwendiger. Ich mache das hier nochmal weg. Ich möchte hier nur Zahlen haben, die gerade sind. Gut, dann könnte man sich was basteln, dass ich sage, okay, dann könnte ich sagen, okay, wenn x modulo, das wird mit einem Prozentzeichen gemacht, wenn x modulo 2 gleich 0 ist, na, weil genau dann wäre das Ganze gerade, dann könnte ich sagen, wieder okay, b append, Methode append, na, könnte ich dann sagen, okay, dann soll hier einfach das x hier eingefügt werden. Das wäre die Möglichkeit, wie wir das realisieren können. Mit if, mit dieser Verzweigung wird einfach überprüft, ist das betreffende Element hier durch 2 dividierbar. Wenn das ja der Fall ist, liefert Modulo den Rest 0
Genau, wenn das der Fall ist, soll er hier das X einfügen. Das ist aber auch wieder ein bisschen Schreibarbeit. Wir müssen eine leere Liste erzeugen und, und. Das Ganze können wir auch einfach hier realisieren. Ich mache das hier wieder weg. Als erstes unsere Anweisung. Die Anweisung ist ja einfach die Variable X, also einfach das Element, was eingefügt werden könnte. Und dann sage ich, brauche ich hier wieder eine Schleife vor X in A. Und jetzt kommt hier eine Bedingung. Dann kann ich noch zuzüglich eine Bedingung einbauen und kann sagen, okay, wenn jetzt X modulo Prozentzeichen 2 gleich 0 ist, na, so, Quatsch, hier wird die rechteckige Klammer zugemacht. Das Ganze funktioniert jetzt folgendermaßen. Durch diese Schleife hier, na, werden jetzt für X die entsprechenden Elemente hier angesetzt. Zuzüglich wird X, werden die Elemente hier auf die jeweilige Bedingung hier geprüft. Und nur wenn diese Bedingung hier erfüllt ist, wenn also das hier wahr ist, dann wird X auch tatsächlich in diese Liste eingespeist. Wir führen das Ganze aus und wir sehen hier, dass jetzt nur Zahlen, die gerade waren, eingebaut worden sind. Also gerade hier die 4, die 8 und die 68. Alle anderen hier waren nicht gerade. Hier habe ich ja gesagt, hier kommt die Anweisung hin. Jetzt könnte ich aber zum Beispiel auch sagen, okay, ich möchte, dass diese Zahlen, die hier eingebaut werden, die Elemente, dass die noch zuzüglich mal 2 genommen werden. Rein im Sinne der Mathematik würde sich da nichts ändern, die wären immer noch gerade, aber sie würden sich halt verdoppeln. Das können wir hier ganz einfach realisieren, indem ich dann hier diese Anweisung, indem ich da einfach sage, okay, mal 2, das können Sie auch machen. Und dann werden die jeweiligen Zahlen noch zuzüglich hier verdoppelt, also nicht mehr 4, sondern 8, nicht mehr 8, sondern 16, nicht mehr 68, sondern 136. Na? Das wären so die Spielereien, die wir hier machen können. Ich kann hier aber natürlich als Bedingungen nicht nur einfach so einfache Bedingungen hier einbauen, sondern auch richtig komplexe Bedingungen. Na? Im Sinne der Aussagelogik, die ich entsprechend verknüpfen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte auch noch zuzüglich, dass ausschließlich nur Zahlen hier verwendet werden. Zum Beispiel, das ändern wir hier mal kurz, und zwar möchte ich, dass hier ungerade Zahlen diesmal hier eingefügt werden. Ungerade Zahlen, ne? Das heißt also, x modulo 2 wäre dann ungleich 0, weil das wird ja dann Rest ergeben. Und das ist nicht die einzige Bedingung. Ich möchte auch, dass x, dass die Elemente, die hier eingeordnet werden, mindestens größer sind als 20, ne? So, das mache ich dann hier einfach mit einer Verknüpfung, indem ich hier sage, okay, ich mache hier noch ein End hin. Das Ganze setzen wir sicherheitshalber nochmal zuzüglich in Klammern. So, das ist jetzt diese komplexe Bedingung hier, auf die wird dann geprüft. Das heißt, x muss größer sein als 20 und x muss ungerade sein. So, wenn wir das Ganze dann ausführen, so, dann erhalten wir diese Liste. Na, weil das sind nämlich jetzt gerade die Zahlen, die ungerade sind und größer sind als 20. Na, das heißt, die Zahlen 5, 7, 3, 19 und so weiter, die scheiden schon mal aus, weil die sind nämlich kleiner als 20. Na, das wäre Listencompression. Ich werde das Ganze jetzt hier noch in allgemeiner Form hinschreiben, wie das Ganze normal aussieht. Wir haben also eine Liste, ich schreibe hier einfach mal hin A, wäre unsere Liste. Hier kommt als erstes eine Anweisung, die ausgeführt werden soll. Na. Hier kommt dann die Schleife. So, die Schleife. Und hier kann noch eine Bedingung folgen. Das Ganze, Anweisung, Schleife und Bedingung, werden einfach mit Leerzeichen getrennt. Sie müssen also hier keine Kommata oder Semikole setzen und so weiter, sondern das ist einfach hier alles mit entsprechenden Leerzeichen getrennt. Ne? Bedingungen, wie gesagt, da können Sie auch komplexe Bedingungen setzen. Zum Beispiel können wir hier anstatt end, da können wir also eine riesen Aussage hier zusammenbauen. Zum Beispiel auch mit den verschiedenen Junktoren, zum Beispiel end, also und, oder, nicht und so weiter, wäre alles möglich. Ne? So, also immer in der Reihenfolge, als erstes Anweisungen, ne? Zum Beispiel, wie gesagt, ich kann ja auch sagen, okay, die x, die sollen noch zusätzlich verdreifacht werden. Na, das könnte ich auch machen, dann werden hier diese Elemente noch zuzüglich verdreifacht, das ist alles möglich. Als erstes Anweisung, Schleife und Bedingung. Na, und dann können Sie das einfach hier so verknüpfen. Das heißt also, hier können wir also auch mit Hilfe der Bedingung, das wird dann mit if gemacht, na, wohlgemerkt if, na,
können wir dann natürlich auch eine Filterung vornehmen, ne, dass ich zum Beispiel verschiedene Elemente rauskicke und nur bestimmte Elemente hier zulasse. Ne. Das ist zum Beispiel Listen-Compression, das ist zum Beispiel in Python sehr schön möglich. Ne. Okay, das war es an dieser Stelle schon. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Und wenn Sie bei YouTube nicht registriert sind, ist das auch kein Problem. Dann können Sie sich mit Fragen auch gerne über Facebook an mich wenden oder über Twitter. Die entsprechenden Seiten finden Sie in der Videobeschreibung, aber auch nochmal im Kommentarfeld. Ich bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen Dank.